Herzlich willkommen zurück, YouTube, zu unserem Worldwide Nutslog. Wie ihr in der Grinding Montage gesehen habt, habe ich unsere Pokémon etwas trainiert. Du hast eine Montage gemacht? Ja. Schon wieder? Ja. Wie viele machst du noch? Wir müssen ganz oft trainieren. Weißt du, wie die Level hier ansteigen? Turners Ass ist auf Level 42, ne? Und Kritz töten Pokémon. Und in der Elektrolythöhle treffen wir auf einen End, dessen Pokémon so Level 47 sind. Noch. Der alle Rotom-Form benutzt und alle sind ausschließlich auf Level 47. Volt White ist verdammt viel härter als die anderen Editionen. Vor allem, wenn du da einen Nutslog oder so machst, ne? Also als normale Edition. Vor allem, wenn du da so einen Nutslog machst, dann musst du sehr viel grinden. So, da war irgendein Scheiß mit Team Plasma. Mir egal. Noch. Und wir kämpfen wie jetzt... Wie kann dir für Team Plasma egal sein? Also echt mal. Team Bitchface ist mir egal. Ich bin gerade auch ein bisschen angepisst, da unter Umständen, wer auf Calamanero Man gesehen hat, ich habe Videos zu den International Challenge gemacht. Und unter Umständen sind einige meiner Videos, nicht richtig aufgenommen worden. No. Ja, ich habe Seli in dem ein bisschen trainiert, wie ihr gesehen habt. Ich wollte auch noch, eigentlich weiter trainieren, aber Alter, ist das nervig. Sie hat nämlich Statik und auf der Route, wo ich trainieren konnte, so die Level 36 Pokémon, durch Statik hast du eine 50%ige Wahrscheinlichkeit, dass Pichu auftaucht. Okay. Und Pichu. Echt? Ja, weil das ist das einzige Elektro-Pokémon auf der Route und Statik lässt halt dann Elektro-Pokémon 50%iger Wahrscheinlichkeit auftauchen. Toll. Das heißt, wir kriegen die ganze Zeit einen scheiß Pichu. Und super. Pichu gibt echt gar keine Erfahrungspunkte. Oh. Toll. Und da hatte ich dann echt keinen Bock, weil da hätte ich die ganze Zeit irgendwie mal Switch-Training und sonst was betreiben können. Und das Einzige, was so vernünftig Erfahrungspunkte gibt, wo Emolga sowieso gut gegen wäre, wäre dann Mantax, das aber auch relativ selten ist, ne? Und da hatte ich dann irgendwann keine Lust, vor allem, weil ich auch noch von der International Challenge ein paar Videos aufnehmen musste. Ach, scheiße, der geht in Kaumalat und da... Ach, egal, das ist, glaube ich, neutral. Warte, Aquawelle müsste neutral sein. Ja, weil ich noch für die International Challenge einige Videos aufnehmen musste, hatte ich da auch echt nicht mehr ganz so viel Zeit, da noch irgendwie zu grinden. Und ehrlich gesagt auch keine Lust, da irgendwie zigtausend Kämpfe zu machen. Vor allem, weil ich habe jetzt Seli einfach mal den EP-Teiler gegeben. Und dann gucken wir mal, dass sie hier einiges an Erfahrungspunkten noch kriegt. Da können wir eigentlich mal Gael noch reinholen, oder? In Keifel. Klar. Vielleicht hat es Fickfett, das wäre dann extrem blöd. Hat es nicht. Gut, dann kriegt Gael nämlich auch noch ein paar Erfahrungspunkte. Die anderen habe ich nämlich nur alle so auf 45. Okay, gegen Rihorn lasse ich Gael aber eindeutig nicht drinne. No, aber ich habe echt einfach so riesigen Schiss, dass wir noch so, weil ich weiß, N kommt, glaube ich, gegen Ende der Elektrolythöhle. Ich hoffe, dass N gegen Ende der Elektrolythöhle kommt. Aber wenn er nämlich am Anfang der Elektrolythöhle kommt, dann ist das ein riesiger Levelumstieg, ne? Weil so ziemlich das Stärkste, was du da so bei Trainern gefunden hast, war, glaube ich, so 38, ne? Also das Stärkste, was ich auf der Route gefunden habe. Ups, jetzt bin ich da nochmal entlang gefahren. Egal, kann ich nochmal heilen gehen. Better safe than sorry. Aber das Stärkste war, glaube ich, irgendwie 38, vielleicht, glaube ich, so fast gegen 40, ne? Ja. Die wilden Pokémon im dunklen Gras, wo man dann auch öfters Doppelkämpfe hat, sind so höchstens 36. Okay. So, das heißt, grinden ist natürlich relativ schlecht, ne? Turners Ass ist auf Level 42. Okay. Und N hat ein Team aus Level 47. Und das wäre echt schon ein sehr krasser Levelanstieg. Ne? Oh. Wenn dann plötzlich zwischen Turner und N einfach mal 5 Level sind und wenn er dann direkt am Anfang der Elektrolythöhle ist, ne? Ja. Das wäre einfach nur... Nee. Der wäre echt zu massig. Der Anstieg.
Oh. Und vor allem, das würde natürlich bedeuten, dass wir noch sehr oft Grinding-Montage machen müssen, weil... Grinding-Montage! Ja, weil ich will da natürlich jetzt nicht direkt verlieren, ne? Ja. So, wir kämpfen aber erstmal noch gegen den, wenn... Denn, ja, ich konnte halt nicht so gut grinden und da würden noch ein paar mehr Erfahrungspunkte helfen. Und ich hoffe, das hier nimmt wenigstens vernünftig auf. Was es ja teilweise meine Videos zur International Challenge nicht getan haben. Ich hoffe, der Großteil ist in Ordnung. Hoffe ich mal. Ich muss da nochmal richtig durchgucken. Bisher sieht es so aus, als wäre der Großteil in Ordnung. Aber wer weiß. Aber ihr solltet die auf jeden Fall euch angucken. So die ersten 7 Kämpfe sind, glaube ich, sowieso ohne Probleme. Aber ich war da doch ein bisschen zu übermütig mit meinem PC, glaube ich. Und da sollte ich echt nicht versuchen, irgendwie Zeit zu sparen. Klar, natürlich! Natürlich wird mein Pokémon vergiftet. War doch klar. Ja. Okay, wie Brava. Habe ich ein Eis-Pokémon? Nein. Then again. Vibrava kann, glaube ich, nichts gegen Claire ausrichten. Okay. Hoffe ich. Hoffe ich auch mal. Und ich meine, schon allein dafür sind wir auf so einem hohen Level, ne? Ja. Bams, Claire tötet. Palpitoad? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ach, Moment, irgend so eine Membrana. Ich wollte gerade sagen, irgend so eine Membrana-Entwicklung. Tschüss. Das ist sogar das, wofür ich bei Turner Angst habe, weil wir haben halt keinen Pflanzen-Pokémon. Pflanzen-Pokémon sterben uns ja ständig weg. Ja. Weil du scheiße mit deinen Pflanzen-Pokémon umgehst. Du bist scheiße, you suck. Tu ich gar nicht. You suck. Warum tötest du deine Pokémon? Okay, ich muss hier hinten entlang, damit wir dann gegen den Typen hier kämpfen können. Ich glaube, wir werden wieder in diesem Part bloß mal die Arena lernen. Weil Melanie und ich, ja, wir müssen das hier jetzt relativ knapp aufnehmen, weil, wie gesagt, ich hatte auch nicht so viel Zeit zum Grinden und alles. Dieses Wochenende war da doch etwas stressig. Und ich hoffe, das hört man gerade im Hintergrund nicht. Ich muss ganz kurz ausmachen, weil Summer Games dann Quick fängt nämlich an und das wollten Melanie und ich natürlich auch auf jeden Fall gucken. Das solltet ihr euch auch auf jeden Fall angucken. Das ist ein 7 Tage rund um die Uhr Livestream von Twitch, auf Twitch, wo halt Speedruns von Spielen gemacht werden. Und ja, das halt für wohltätige Zwecke. Und wenn ihr es nicht kennt, ich würde sagen, ich verlinke es mal in der Beschreibung. Ich werde das sowieso wieder vergessen. Ich kenne mich. Ich werde das sowieso wieder vergessen. Ne? Ja. Deswegen schreibt es nochmal, also wenn ihr es unbedingt den Link sehen wollt, schreibt es in die Comments, weil ich kenne mich, ich werde das sowieso echt wieder direkt vergessen. Weil ich hätte jetzt echt gut in Emolga wechseln können, aber ich habe Angst vor so einer Steinkante oder sowas. Oh, Rock Polish, super. Yay. Irgendwie läuft gerade mein Emulator, glaube ich, langsamer. Ich glaube, ich mache erstmal Summer Games aus im Hintergrund. Ich habe es zuerst auf stumm gestellt, aber ich glaube, ich mache es mal direkt aus. Ja, jetzt läuft der Emulator auch gleich viel schneller. Gebalt! Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, Knarxel oder so. Schauen wir mal. Ich glaube, es ist nichts, was Claire nicht schaffen kann. Weil ich meine, wir sind vielleicht, also wir sind für die Trainer hier drinnen schon teilweise überlevelt. Aber vor allem hier die Trainer hier in der Arena sind auf einem höheren Level als die Trainer in, der Route. Ich muss mal nochmal ganz kurz was checken. Ja gut, man nimmt auch mal ein Mikro aus. Ich hab grad total Schiss, dass irgendwas nicht funktioniert. Weil ich meine, ich hatte jetzt in letzter Zeit verdammt oft irgendwelche kleinen Paar. Oh.
Arme Schotzi. Ich meine, hier die Sache mit Moemon war schon mal eine schöne Panne, ne? Ja. Wo wir dann da das Doppelecho haben. Ja. Aber da muss ich auch echt sagen, bei insgesamt. Ich weiß, das sollte ich mir angewöhnen, ne? Was? Dass ich öfters, genau, hier muss ich runter. Ich will erstmal mal Pokémon hat. Dass ich mal so komplett durchhören sollte, ne? Ja. Aber trotz meines neuen Mikros, ich mag meine Stimme trotzdem nicht hören. No. Ich kann sie jetzt schon eher ertragen als bei meinem alten Mikro, weil die jetzt nicht mehr ganz so verzerrt und schrecklich klingt, aber ich mag meine Stimme trotzdem nicht ganz so sehr hören. No. Ja, aber ich sollte vielleicht ein bisschen mehr durchhören. Nur hatte ich beispielsweise jetzt, dass ich das erst viel zu spät gemerkt habe bei Moemon. Ja gut, da war ich da gerade mit Melanie und da wollten wir noch, wollte ich noch eben schnell den Part rennen, weil der sollte eigentlich schon letzte Woche Sonntag hochkommen, ne? Und da hatte ich dann keine Zeit, dann da so richtig durchzuhören, ne? Da wäre es mir dann vielleicht aufgefallen, dass das so Doppelstimme ist. Na. Was mich da aber echt noch freut, wir haben, glaube ich, trotzdem 4 Likes da drauf gekriegt. Echt? Also trotzdem das Video total scheiße war, haben wir da noch Likes gekriegt. Okay, geil. Ja, also mich freut es, also wenn es euch da gefallen hat, nur persönlich freut es mich halt nicht, also mich freut es, dass ihr da macht, aber persönlich ärgert es mich halt, weil ich möchte auch so eine gewisse Qualität bieten, ne? Ja. Und deswegen ärgern mich so die ganzen kleinen Pannen. Ich meine, ich bin menschlich, ich mache nur Fehler. Ich mache nicht nur Fehler. Ich mache auch Fehler, ne? Kriege ich hier oben irgendwas? Oh, da geht's nach ganz oben. Kann ich hinten gegen die Tusse kämpfen? Ich glaube, das wäre der Weg nach zu Turner. Ja, ich glaube, das da geht direkt runter zu Turner. Okay, dann werden wir Turner vielleicht doch noch in dieser... in diesen Part machen und danach muss ich dann mal in Erfahrung bringen, ob am Anfang oder am Ende der Elektrolythöhle ist. Weil wenn er nämlich am Anfang ist, dann werden wir vorher noch grinden müssen, was mich total viel freut, ne? Wenn er, was ich eher denke, ich habe es nämlich echt nicht mehr von Schwarz und Weiß in Erinnerung. Wenn ihr es noch wisst, weil ich werde heute sowieso nicht noch einen zusätzlichen Part aufnehmen, also wenn ihr das hier seht, dann habe ich noch keinen neuen Part aufgenommen. Versucht es noch so schnell wie möglich in die Comments zu schreiben, wenn ihr es noch wisst, wann N in der Elektrolythöhle auftaucht. Weil da, wo N und so auftaucht, das haben die ja nicht in Worldwide geändert. Und da hoffen wir einfach mal, dass das was wird. Ich glaube, Lotta wird diese Arena komplett durchhauen. No. Ich meine, guck dir das an, die ist jetzt fast 10 Level höher als das Donphan. Komm, Donphan, schlag dich selbst. Nein, Donphan schlägt sich nicht selbst. Donphan ist so cool dafür. Ja, echt, boah. Au. Ich will auch nicht, falls irgendwer, ich will jetzt auch nicht so spoilern bei der International Challenge, falls irgendwer noch bei mir bei den Calamanero Man Channel guckt, ne? Ah, wovon da bin ich, wovon ich morgen versuche, endlich mal das Bild fertig zu kriegen. Ja, hoffe ich. Da möchte ich jetzt auch nicht zu sehr spoilern, aber ich sag euch, da war wirklich ein Kampf, ich weiß nicht, der wievielte Part das ist, weil ich hoffe auch nicht, dass der diesem Problem zum Opfer gefallen ist, damit ich dort in Ruhe, damit ihr da meine Live-Reaktion so kriegt, aber ich hatte da wirklich einen Part, wo ich mir echt dachte, what the fuck? No. Das war Hex pur. No. Du, Schatzi? Ja? Weißt du, was mir heute auf der Dojaku passiert ist? Etwas, was die Fans total interessiert? Ja. Bestimmt? Ich denke... nicht. Doch. Dann erzähl. Ich habe beim Zeichenwettbewerb den 3. Platz belegt. Toll. Ja. Schreibt alle toll, Melly, in die Kommentare. Hey. So, Kamerob. Und ich wundere, wenn ich ein bisschen leise bin, weil ich bin erschöpft, müde. Ich habe keinen Bock auf morgen. Sag du mal, ich habe heute fast 10 Videos schon allein aufgenommen und eine ewig lange Grinding-Montage gehabt. Man muss mich die ganze Zeit davon zurückhalten, Dynasty Warriors zu spielen. Ich musste mich bewegen. Weißt du eigentlich, wie anstrengend das ist, so das ganze Wochenende fast zu versuchen, hier 46 Kämpfe zu machen und die alle noch... Weißt du, wie anstrengend es ist, deinen Freund zu vermissen? Noch.
Und die versuchen so richtig zu... Jetzt echt, du kannst dir das nur vorstellen, so, ich dachte so, oh ja klar, 60 Kämpfe mache ich locker, ne? Das ist voll anstrengend. Vor allem, wenn du dann immer noch so dein Bestes geben willst und dazu immer die ganze Zeit noch reden musst, ne? Vor allem dieser Reden-Part ist so anstrengend. Man denkt sich ja, ja gut, du labert da so ein bisschen, ne? Ja, du musst ja durchgehend labern, ansonsten ist es ja langweilig und das schafft man nicht unbedingt so oft, ne? Ja, vor allem irgendwie, ich weiß nicht, also irgendwie das ist... Okay, ich weiß es, aber das ist... Boah! Nee, Moment. Und in meinem Topodashi Live haben sich heute 3 Pärchen gebildet. Oh. 3! Ich bin mir ziemlich sicher, dass Torterra, ich weiß gar nicht mehr, wie das auf Deutsch heißt, dass das Vieh Steinkante lernt. Deswegen wollte ich nicht in Emolga wechseln. No. Weil ganz ehrlich, so eine Steinkante auf Emolga... Steinkante? Ich glaube, es kann Steinkante lernen. Echt? Ja. Okay. Mach mal, Whiscash ist... Elektroboden. Okay, Claire. Oh. Show me what you got. Show me what you got. Aqua Tail. Okay. Macht jetzt nicht ganz so viel. Ich überlege aber echt noch, ob wir nicht irgendwo vergessen haben, wo wir noch angeln können. No. Weil irgendwie will ich hier noch mit Oh mein Gott, what the fuck? Was? Ich gucke ja gerade nebenbei Summer Games dann quick und... Alter. Ja. Ich weiß nicht, obwohl der Part ein bisschen kurz wird, ich will irgendwie noch nicht so richtig mit Clay anfangen. Noch. Ich will irgendwie noch nicht so richtig mit Clay anfangen, aber wir haben noch so viel Zeit. Wir wollen ja relativ lange Parts machen, weil die Leute mögen so viel lange Parts, ne? Ja, das stimmt. Vor allem, wenn sie von dir sind. Ja, vor allem... Ich weiß nicht, also ich mag auch längere Parts und wäre natürlich dann noch schön, da Clay zu machen, aber ich weiß nicht, ob ich gerade geistig dazu in der Lage bin. Ich bin gerade geistig irgendwie so gar nichts in der Lage, weil ich irgendwie... Ich habe diese Nacht total schlecht mal wieder geschlafen, wie fast vor jeder Dojaku, weil ich bin irgendwie so gut wie jede Stunde aufgewacht. Tja, solltest du nicht mehr dahin gehen. Nee, ich mag's ja. Also gehe ich trotzdem dahin. Okay. Und irgendwie, ich bin auch total gelaufen, weil ich jetzt auch den ganzen Tag dann da so unterwegs war und so. Da ist man einfach irgendwie müde. Okay, weil ich sonst nicht reinkomme, gehe vom Fahrrad runter. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, ich werde Turner jetzt noch machen. Ich werde Turner noch machen. Dann mach das. Ich meine, ist ja bloß für euch noch praktisch, dann kriegt ihr hier einen längeren Part. Und ich meine, insgesamt haben wir weniger Parts, das heißt, wir sind näher an unserem Eglog dran. Ja. Den wir ja machen, ja, sobald wir mit Worldwide fertig sind. Da werde ich noch ein bisschen gucken, wie ich das genau technisch lösen kann, ne? Ja. Ich werde ja auch Eier schicken. Ja, und dann, wie ich das so technisch lösen, ich weiß, wie das funktioniert, ne? Ja. Nur so richtig alle Tests, wie man, wie ich das dann effizient machen kann und wie ihr dann am besten eure Eier schicken kann. Könnt. Und also ich will nicht so stehen, dass er über uns ist. No, warum? Denn wir sind auf seiner Stufe, wir sind genauso gut wie er. Ich weiß echt noch nicht, ob ich Ferdinand weiter benutzen will. No. Könnt ihr ja auch noch schreiben. Okay, sind wir bereit? Nein. Doch, sind wir. Nein. Okay, auf geht's gegen Turner. Der auf Englisch Clay heißt. Wie? Clay. Ah, Clay. Clay? Ja, Clay. Jetzt hab ich wieder Bock auf Clay. Nein. Moment, nee, nicht so. Das war doch nicht sein Ass. Oh mein Gott, dann war sein Ass auf Level 44? Was? Ich war irgendwie die ganze Zeit der Meinung, sein Ass wäre auf Level 42. Sein Ass? Ja, jeder Arenaleiter hat doch immer ein Ass-Pokémon, immer das stärkste Pokémon.
Ja, okay, stimmt. Und ich war der Meinung, das wäre auf Level 42. Aber anscheinend sind all seine Pokémon auf Level 42, weil ich weiß, dass Hippoterros nicht sein Ass ist. Okay. Sein Ass ist nämlich Rotomorph. Nee, nicht Rotomorph. Boah, wer heißt nochmal die höchste. Rotomorph war die unterste Entwicklung. Okay. Excadrill auf Englisch, wer heißt nochmal? Ach. Frag mich nicht. Oh, das wird mich jetzt die ganze Zeit nerven. Crocodile. Zum Glück haben wir noch Darkrai. Die Weiterentwicklung von Rotomorph. Ja. Warte. Stalobor. Ach, genau. Ah, ja. Stalobor. Boah, so wie jetzt ging es mir heute auf der Sojaku auch oft. Ah. Wir haben nämlich Opening ran und saß manchmal. Echt, bei zwei oder drei Openings saß ich so da. Oh, Scheiße, wie hieß das? Wie hieß dieser Anime nochmal? Ich kenne ihn, aber wie hieß er nochmal? Fuck! Okay, jetzt muss ich einmal. Hypnose geht natürlich daneben. Ich komme mich heute so aufregen, der trifft einer mit Hypnose. Puh. Okay, ich muss erstmal Darkrai heilen. Weil ich konnte jetzt wegen Folterknecht nicht nochmal, angreifen. Oh. Okay, ich weiß, dass ich schneller bin. Puh, ich habe jetzt schon gerade gedacht, es gibt ja eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass das daneben geht, ne? Ja. Oh mein Gott, wäre das daneben gegangen. Das Doofe ist, wir sind hier noch in der fünften Generation, das heißt, der Sand geht nicht weg. Volt Switch, ja, der super, nur nicht halt in dieser Arena. Oh. Halte ich sogar für praktischer als Elektroball. Als oder? Shockwave geht nie daneben. Wie stark ist Volt Switch? Volt Switch ist 70. Ja, ich glaube nämlich sogar, dass unser Emolga Negativ-Speed hat und dann ist dann, glaube ich, Elektroball auch nicht so dolle. Okay. Da kommt nämlich jetzt Excadrill. Und. Boah. Da hätte er sogar noch Gael so. Ah, genau, das heißt nämlich 47. Ja, 44. Aber ich kann auch Gael nicht wirklich reinbringen wegen den Tarnsteinen. No. Gael nimmt da nämlich erstmal 25% Schaden, meine ich. Oh, Sword Stance. Nein, während ich mich geheilt habe. Und das Problem ist, seine Spezialverteidigung ist im Sand natürlich noch erhöht. Ah, Doppel Sword Stance, hör auf! Doppel Sword Stance, hör auf! Lass das! Okay, bitte. Exesor, nein! Komm, Lotta! 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 Nein! Gael, zeig uns, was du drauf hast. Du musst schneller sein. Scheiße, es ist schneller. Oh, wir werden jetzt von Excadrill gesweept. Gael! Morpheus, du bist doch verdammt schnell, oder nicht? Dort ist es auch noch schneller. Boah! Stalobor ist so mächtig. Oh. Oh. Und einfach, das hat genau die Typen, die da stark gegen sind. Ich will jetzt auch nicht Seli direkt verlieren. Oh. Seli ist süß. Ja. Lieben Seli. Ja, aber ich meine, was soll ich jetzt sonst noch machen? Ich kann Akrobatik machen oder die ganze Zeit Doppelteam in der Hoffnung, dass er nicht trifft. Aber ich glaube sowieso, dass Stalobor schneller ist. Oh. Ja, Stalobor ist schneller. Wir sind normal. Komm, Seli, Seli! Okay, Seli hat es auch nicht geschafft. Nein, Seli! Wir kriegen unseren Egglock noch schneller, als wir denken. Ja.
Weil wir gerade ablosen. Ja, wir haben ja noch andere Pokémon. Das heißt aber, es wird, denke ich, noch echt lange dauern, bis wir da... dann wird's, wenn wir, glaube ich, erstmal eine kleine Pause machen, was die Parts angeht, weil ich dann echt erstmal verdammt viel grinden muss. Ja, das musst du. Sehr, sehr viel. Oh ja. Welches Level waren deine niedrigsten? Ich habe glücklicherweise noch einen Level 44 Pearl. Oh, super. Weil ich habe den ja für Seli ausgetauscht, die wir leider direkt verloren haben. Ja. Und Ferdinand kann jetzt nicht mehr wirklich viel tun. Wir hätten Seli doch erstmal noch aufbewahren sollen. Ja, aber die Leute wollten, dass wir sie benutzen. Ich weiß, dass der... ich kann Poison Sting nicht benutzen. Ich meine, es ist sowieso tot. Stalobor Sweep. Doppel Sword Stance und es ist so scheiße schnell. Oh. Okay. Das wird jetzt echt hart. Ich wusste, es war eine blöde Idee, jetzt gegen Turner zu kämpfen. Oh. Ah. Und hier reihen sich jetzt ein Haufen Pokémon hinzu. Lotta. Seli. Kaum warst du bei uns. Morpheus, ich wollte mit dir noch die Pokémon-Liga schaffen. Nein, nicht Morpheus. Claire. Wir haben Morpheus doch geliebt. Geil. Okay, dich kann ich gerade noch nicht rausnehmen, weil ich keine Pokémon im Team haben darf. Gib mal die Items. Morpheus, warum? Nur wegen so einem scheiß Stalobor-Sweep. Von Seli. Ich hätte dich so gern benutzt. Oh. Ich hätte gerne Morpheus auch drin gelassen. Ich auch. Ich meine, das ist ein fucking Darkrai und Darkrai ist einfach Imber und geil und... Okay, Imber ja leider nicht, ansonsten wäre es ja nicht tot. Ja. Aber es ist fucking geil. Okay, wir nehmen auf jeden Fall wieder Pearl ins Team. Wir nehmen auf jeden Fall wieder Pearl ins Team. Nein, Akromas, dich nicht. Julia würde ich auf jeden Fall noch sagen, haben wir ein Pflanzen-Pokémon, auch wenn wir dann immer noch eine Bodenschwäche haben und Excadrill uns immer noch platt macht. Okay. Nein, du hast dann nochmal eine weitere Bodenschwäche. Oh, alle Pokémon, die wir haben, haben alle größtenteils so eine starke Bodenschwäche. Bodenschwächen sind nicht gut. Ja. Ich weiß echt nicht, wie ich hier noch alles mitnehmen soll. Oh. Wer hast denn du alles? Also, ich habe jetzt schon dabei Pearl, Julia, unser Knospi. Ja. Floss, die Schildkröte und Quack. Unsere Ente? Ja. Hm. Also ich würde nicht noch ein Wasser-Pokémon, weil wir haben ja jetzt schon ein paar, ne? Ja. Sehe ich das Vipitis? Ja, aber Vipitis haben wir auch schon wieder so eine starke Bodenschwäche. Wobei, jetzt haben wir bisher... Wir haben eins und neutral und hier auch neutral. Und einmal, ne, da haben wir auch... Ja, wobei. Hm. Vipitis, nur kann Vipitis relativ wenig ausrichten. Ja, aber es könnte es wenigstens versuchen zu vergiften oder so. Ja, auf jeden Fall noch Lombrero. Warum? Haben wir Wasser, Pflaster, Pflanze. Das sollte ja relativ gut sein, erstmal, ne? Ja. Ich meine, Magnetilo können wir nicht so gut reinbringen wegen erstmal vierfach Schaden gegen Elektro und wir haben sowieso schon Pearl. Ja. Ja, dann werden wir da wohl sehr, sehr viel grinden müssen. Ja. Mit diesem Team. Yay. Das höchste ist Level 44, das niedrigste ist...
niedrigste ist, glaube ich, irgendwie Level 15 oder so. Yay. Naja, ich hoffe, euch hat trotzdem dieses Video gefallen. Wie immer, abonniert unseren Kanal, drückt auf Gefällt mir und schaltet dann hoffentlich das nächste Mal wieder ein. Bis dann. Bye.